Herzliches Willkommen zurück, hey, bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Wir sind hier gerade dabei, mit irgendwelchen Verstoßenen zu reden und suchen uns die jetzt gerade mal so alle zusammen und reden mit denen. Na, dann schauen wir mal, was passiert. Wir sollten ja eigentlich die Würfel von diesem einen Jungen ganz am Anfang wiederbekommen. Und ja, das werden wir natürlich versuchen. Ja, hier ist scheinbar richtig zu sein. Sieh hier. Hallo. Bishaveli Shik. Helanin Willi Kuntul. It's Sulul Kolel Guaye. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ach, Pisco. Utsulubulten. Hast du andere Fremde gesehen? Chen Kuntul. Kitschkelem Kachil. Utsjetel Jutsil Mak. Et Jakuntaba. Vale. Humpel Jakunach Maunahi. Makamben Kujalik. Umutschkilitschkun es Achilko Kulkan. Wie schrecklich. Tut mir leid. Paten Kimil. Kaschen Tepuko. Du Ospel Kinile, Tinka Machle Kimilo, Le Tunka Tu Kasten, Le Zulul Mako, Du Watchen Jetel Tutsaken. Wer war er? Ma Ingwohel Bishukabai, Sokuman Jabhab, Paleke Shika in Kaile, Jankin Kimbin Shimbal Tepukubo, Tushanukule Kondor, Sole Kin Moli Kukumop, Bejoku Pachta Luka Halten. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Interessant, okay. Wer war dieser Fremde? Und mir fehlt jetzt noch einer. Oder eine. So, okay. Ah, da jetzt. Okay, das ist neu. Unga, unga. Okay, hier runter wahrscheinlich. Sie hier wahrscheinlich. Rimak, Janmash Kuchik. Hallo. Bishabel, Techlara, Masa? Pisco Tushtech. Stimmt. Morika, Sokkaten Inguyik, Akababe Hlaelara, Le Achkilichkun Esahobo, Uyaliko Bakaba, Techkajes, Le Saskun Ajesilo, Techkasht, Ujekalab Chakchel. Ja, bin ich. Mauji kabajelanil, janili uyuchul lemiso, unaj ekhetzik, kapatal tebeya gua ekhel chunul. Das ist keine leichte Entscheidung. Taguyak rimak, uye yalubel yokolkab, machenchabili, letie utzulubulten. Beelara, machenchabili, guakujetzik ukilichkun ahil kukulkan, kupalistik tulakalon yetel, yanuyala le yolukanantikon. Maguabe jirrimak? Letio oli matutan. Lekilichkun ahilo, kubetikop tumen sakahop. Angst wovor? Sahak tibash jantankabil, tikeshel. Vale, tibashop sahak tankabile, janshan guay ichilone. Le kustambalo le tile sahakilo, malekeshelo, tumen lelo mantats kuyuchul. Tukaten nayalin walrimak, le shunana minukat, pumangua bashutialumeyah, ti ichukashan. Sie ist blind und wusste über mich Bescheid. Interessant. Okay, was haben wir denn hier so alles? Ein Laservisier erhöht den Zoom-Faktor plus Zielpointer, anwendbar für alle Gewehre.
Pouponnière. Dieses Outfit wurde von der Hinteren getragen, als sie noch jünger war und sich weiter vom Paetidi wagte. Mehr Erfahrung vom Jagen, Effekt von Konzentrationszeit halten länger. Aufstiegswerkzeug. Modernes militärisches Gerät zum Seilklettern. Wird zum schnelles Bewegen aus an Seilsträngen und am Abseitdraht sowie zu zerstören dicke Seilbeeren benutzt. Oh, das nehmen wir mit. Und daneben sehe ich schon Dietriche. Das sind 5300, 6100. Okay, passt gerade so das Gold. Mann, habe ich schon mal Glück gehabt. Die kickt oldig. Nip olal. Ha, wunderbar. Okay. Das Zielfernrohr wäre, das Zieldings da wäre natürlich nochmal was, aber egal. Komm zu mir, wenn du sonst etwas brauchst. Na, sehr schön, da haben wir doch jetzt noch ein paar Sachen. Ich suche noch das eine letzte Ding. Und ich finde es nicht. Schweinerei. Doofe Sache. So, aber ansonsten haben wir alles gefunden, ne? Hier haben wir jetzt nochmal Gold, habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist neu aufgetaucht. Das könnte man natürlich nochmal einsammeln. Hier hinten habe ich jetzt gesehen, haben wir einen Monolith, wenn den wir noch lesen können. Hier oben haben wir noch ein Dokument und da haben wir Jade. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu Pisco, den Toten. Achtung. Na, hier geht's gar nicht hoch. Mist, ist auch schon abgerissen. Hier war ich wohl schon. Okay, hier geht's nicht rein. Ah, doch, da. Was sich alle aufregen, ey. Wo gibt's denn hier Gold? Hier wohl eher nicht. Oh, Feder. Okay, wir sind ja hier. Dann schauen wir doch mal, was er hier hat. Beziehungsweise wir öffnen erstmal das hier hinten. Ah, gedrückt halten, okay. Sehr schön, was haben wir denn da drin? Ein vertraut aussehendes Objekt. Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Oder Raumschiffe und wussten nicht, wie sie sie herstellen sollten. Ach ja, das Thema ist echt interessant und lustig, ja. So, wo soll hier denn Gold sein, bitteschön? Ich sehe zumindest kein Gold. So, dann reden wir mal mit denen. Pisco?
Ja, habe ich. Sie hatten alle Hoffnung. Sogar du, Pisco. Bei, tenu hach malov, ach bashalil patoli wei paititi. Malob tile kimena. Ganz und gar nicht. Bistun tu gaten, ba ashta kanach. Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Das sehe ich jetzt. Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ich weiß. Sie war die optimistischste. Bei leti. Bei titi janton humpel tukul. Huntul make leti beti kubel. Matubeita le gejik bashop kunuchul. Chele balop ek betiko. Humpel balunahu kanik taki. Hach malop. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Und trotzdem. Ich höre noch so ein leichtes Glitzern. Hier muss doch irgendwo noch etwas sein. Verstehe es nicht. Das Teil muss doch anscheinend hier irgendwo in der Nähe sein. Hier höre ich es auch schon wieder. Was ist das und wo ist das? Ich sehe aber auch nicht so ein Ding. Ich verstehe das nicht. So, gucken wir jetzt nochmal hier oben entlang. Ob wir das vielleicht von hier oben aus sehen. Aber hier komme ich ja noch nicht mal mehr raus. Das gibt's echt nicht. Aber vielleicht ist es ja doch auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Eine kleine Abkürzung hier rüber, okay.
Achso, jetzt bin ich schon wieder hier. Es tut mir so leid, aber ich blick hier immer noch nicht so zu 100% durch, wo ich gerade bin, wo ich hinlaufe. Und da mir noch das eine Ding hier fehlt, bin ich sowieso ein bisschen durcheinander hier. Das Gold ist immer noch da. Komische Sache. Habe ich da gerade was hängen sehen? Nee, ne? Jetzt bilde ich mir das wahrscheinlich schon ein. Nee, hier ist nichts. Oh. Aber es gibt hier einen Geklitzer nach dem anderen, also hier drumherum, und ich weiß einfach nicht, woher das kommt. So, hier soll irgendwo das Gold sein, geradeaus, da drin also. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Da war ich schon mal drin. Da habe ich aber kein Gold gefunden irgendwie. Komische Sache. Danke für das Fett. Man kam doch durch irgendein Wasserbecken, kam man da drunter, unter das Haus, soweit ich weiß. Aber ich weiß es leider nicht mehr durch welches. Ach, das ist doch Mist. Dass man hier nicht rennen darf, ist natürlich auch immer blöd. Nee, hier kann man nicht tauchen. Hier waren wir, glaube ich, aber auch schon mal. Jupp, hier waren wir auch schon mal. Oh, der Kerl nervt ja mal dermaßen, ey. Ich krieg hier echt Wahnvorstellungen. Ich habe schon wieder gedacht, ich höre sie schon wieder so glitzern. So, hier konnte man auf jeden Fall untertauchen.
So, soweit ich weiß, müsste ich doch... Genau, jetzt bin ich eigentlich genau da. Wo ist hier das Gold? Ich sehe kein Gold. Oh, ich kann hier hin. Oh. Okay. Trotzdem ist hier kein Gold. Das verstehe ich nicht. Wo soll hier das Gold bitte schön sein? Selbst zum Ausbuddeln gibt es hier nichts. Ihr wollt mich doch verarschen. Hier ist nirgends Gold. So, die reinste Verarsche. Keine Ahnung, was es hier soll, aber Gold, ja, Noch näher heranzoomen kann ich nicht mehr. Aber ich sehe hier auf jeden Fall kein Gold. Und hier oben sehe ich auch kein Gold. Und wir sind schon wieder über der Aufnahmezeit, sorry. Okay. Das ist doch Mist. Okay. Dann bringen wir jetzt noch ganz schnell die Würfel zurück. Dass wir wenigstens noch irgendetwas erreicht haben heute. So, gehen wir die Würfel ab. Ich habe deine Würfel, Taki. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Mission abgeschlossen. Sehr schön. Okay, hier hören wir auf. Und zwar war das jetzt... Ja, Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Mit mir von New York Gamblers als Hobby. Und ein bisschen ratlos mit suchen, weil das hier einfach so groß ist und ich hier nichts mehr finde.
Sehr wahrscheinlich ist es doch auf der anderen Seite, was ich noch suche. Und das sehen wir dann im nächsten Teil. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, auch wenn es momentan ein bisschen langweilig ist. Aber es gehört nun mal dazu. Ja, wenn es euch gefallen hat, trotzdem bitte Daumen nach oben. Wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen. Also falls ihr bis zum Schluss jetzt hier gerade geguckt habt, herzlich willkommen und lasst auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil, beziehungsweise auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß auf YouTube und auf meiner Seite. Bis denn. Tschüss.